Wenn ihr eine 3080 Ti, 3090 Ti vor kurzem erst gekauft habt, ja, und euch jetzt vielleicht ins Fäustchen beißt, hey, wird die Karte von einer 4070 Ti übertrumpft? Nein, wird sie nicht. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und ja, ihr seht's richtig, die RTX 4070 Ti, die ich hier in diesem Livestream gemeinsam mit euch gekauft habe, ist nun endlich auf dem Tisch. Ja, sie ist angekommen und ich habe mich natürlich direkt dran gemacht, sie für euch zu testen. Denn der Preis von 899 Euro, wofür die Community sich eingesetzt hat, ja, ihr müsst mal überlegen, die Karte wäre sonst glatte 200 Euro teurer zum Launch gewesen. Und wenn sie jetzt bereits bei 899 Euro erhältlich ist, ja, dauert es nicht mehr lange, dann wird sie noch weiter im Preis fallen. Ja, jetzt habe ich mir natürlich aber die Frage gestellt, ja, 4070 Ti versus 3080 Ti, beide 12 GB, wie groß ist der Leistungsunterschied? Ja, und das Ding ist, keiner der Tech-YouTuber, die ich geschaut habe, hatte die 3080 Ti in deren Benchmarks. Die hatten lediglich die 3090 Ti da und ich habe damals schon in meinem Vergleich 3090 Ti versus 3080 Ti gesagt, hey, ja, der Unterschied zwischen diesen zwei Karten ist so gering, holt euch die 3080 Ti. Jetzt, wo die 4070 Ti rauskommt, die ja theoretisch günstiger ist, ja, aber ist sie auch besser, ja, oder schlechter oder einfach gleich? Das hat mich interessiert, gerade weil ich mir eben selber eine 3080 Ti geholt habe und weil ich sie eben auch für euch empfohlen habe, ja. Das war die Karte, die ich empfohlen habe. Jetzt bin ich gespannt, wie sie entsprechend gealtert ist. Die Frage ist, ja, ihr als RTX 3000er Besitzer mit einer 3090 Ti, 3080 Ti, ja, die ich euch nämlich erst vor wenigen Monaten noch empfohlen habe, als die Grafikkartenpreise gesunken sind, ja. Wieso habe ich euch die Karte empfohlen? Ja, ganz einfach, weil es meine eigene Karte sein wird, ja, nicht die hier. Die kommt in einen Rechner, den ich für einen Abonnenten bauen werde demnächst, ja, und die haben wir auch schon etwas länger hier. Entsprechend habe ich eine RTX 3080 Founders Edition. Ja, ich war lange am Überlegen, ob ich sie mir tatsächlich anschaffen soll und ich habe die Preise auf dem gebrauchten Markt lange genug verfolgt, um mein Statement endgültig festzumachen. Ich hole mir eine RTX 3080 Ti. Ja, das vor dem Ende des letzten Jahres, also vor Anfang 2023, habe ich mir diese hier geholt. Ja, was habe ich dafür hingelegt? Es ist eine nahezu neuwertige RTX 3080 Ti. Ja, 12 GB Grafikspeicher und die Founders Edition. Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil der BitsPower Waterblock, den ich hier habe, ja, eben für die 3080, 3080 Ti Founders Edition kompatibel ist. Den hatte ich schon sehr, sehr lange da für ein Projekt, das ich noch nicht ansatzweise angefangen habe. Aber die Überlegung war eben, yo, holst du dir diese Karte langfristig für deinen eigenen Rechner als kleine Investition, ja, als Showcase mit Waterblock, dann kann eben der Referenzkühler der Founders Edition ins Regal. Ja, ich finde den so nice. Also es war einer der letzten Dual-Slot-Karten, die Nvidia mit dieser Leistungsklasse produziert hat. Und ich habe eben die Augen offen gehalten, was den gebrauchten Kartenmarkt angeht. Und schaut euch das mal an. Ja, die Karte ist wirklich in einem Top-Zustand. Wunderbar. Und das Beste ist, sie kam mit Rechnung, mit Garantie und Abtrittserklärung vom Verkäufer. Entsprechend ist die Karte auch noch nicht mal 5 Monate alt, also kein halbes Jahr ist die Karte gelaufen und entsprechend, ja, für mich die Karte gewesen, die ich für meinen eigenen Rechner haben will. Jetzt fragt ihr euch, hey, okay, 4070 Ti, gerade rausgekommen, ja, was hast du für eine 3080 Ti hingelegt? Beide Karten haben 12 GB Grafikspeicher und mein Gedanke war, okay, mit dem ich gepokert habe, die 4070 Ti wird schon nicht so gut sein, ja, die wird aber teuer. Entsprechend bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass ich mit 800 Euro nichts falsch mache. Das war für mich mein letzter Preis sozusagen und ich habe es einfach mal hingelegt. Ja, und ich wollte auch nicht zu lange pokern, denn am Ende des Tages habe ich eben den Waterblock hier, der alleine so schon fast 200 Tacken wert ist. Und wäre die Founders Edition jetzt plötzlich gar nicht mehr verfügbar, ja, oder zu horrenden Preisen, als gebrauchte Karte, dann hätte ich auch blöd in die Röhre geschaut.
Entsprechend habe ich jetzt eine 3080 Ti, ja, zum Launch der 4070 Ti bekommen, die gut 100 Euro teurer ist. Ja, und nicht als Founders Edition verfügbar, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, nun habe ich natürlich auch die 4080, 4090, RX 7900 XTX getestet und alles schön in den Graphen zusammengetragen. Ich will aber auch reinen Gewissens für 2023 sagen, hey, mit der 3080 Ti zu dem Preis, zu dem du sie bekommen hast, kannst du ohne Probleme fahren. Ja, denn wie bereits gesagt, der Preis hier, 899 Euro, ist das günstigste Modell der RTX 4070 Ti zum Launch gewesen. So, und ja, selbst wenn die Karte in mehreren Monaten günstiger sein wird, jetzt kriegt ihr keine 3080 Ti mehr. Zumindest nicht zu einem vernünftigen Preis. Die Karten sind einfach ja, die beliebtesten Gaming-High-End-Karten gewesen, die sich auch am meisten gelohnt haben, entsprechend auch schnell ausverkauft waren. Die Preise von den Nvidia-Karten fallen erst dann, wenn sie sich nicht mehr verkaufen. Ja, wenn ihr nicht mehr losstürmt und die Karten aus den Regalen fischt. Entsprechend ja, hat man ja gesehen, wie die 3090 Ti, die ja exorbitant viel zum Launch gekostet hat, über 2000 Euro, und dann plötzlich bei 1100, 1300 Euro rumgegurkt ist. Schauen wir uns jetzt erst einmal die synthetischen Benchmarks an. Ja, ich habe hier sämtliche Gaming-Benchmarks mit dem Ryzen 5800X so ein letztes Mal ihn nochmal rausgekramt, um entsprechend die Leistung dieser Karte zu messen. Ja, weil das ist in meinen Augen eine realistische 8-Kern-CPU der letzten Monate, entsprechend ein guter Standard, mit dem man was anfangen kann. Ja, es ist zwar schön zu sehen, wie hier, keine Ahnung, mit einem i9 oder einem Ryzen 7000er entsprechend die Performance ausfällt, aber am Ende des Tages, ja, holt sich nicht jeder jeden Monat eine neue CPU. Ja, entsprechend auch nicht ich mit meinem Testbench. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den synthetischen Benchmarks an. Ja, angefangen mit TimeSpy, TimeSpy Extreme, Port Royal, Firestrike, Firestrike Ultra, Unigen Heaven Extreme, Unigen Superposition, 1080p Extreme und 4K Extreme und Speedway. Ja, diese gesamten synthetischen Benchmarks geben erst einmal einen groben Eindruck, was die Leistung dieser Karte angeht, wie sie sich positionieren will, und dann im Anschluss entsprechend die Gaming-Benchmarks. Los geht's! So, ihr habt es gesehen, die Karte positioniert sich ganz knapp entweder drüber oder unter der 3090 Ti. So ziemlich haarscharf, wirklich sehr, sehr knapp der Unterschied. Der Unterschied zu der 3080 Ti ist bemerkbar in den synthetischen Benchmarks, aber auch nicht gravierend. Wirklich nicht gravierend. Ja, es war in vielen Punkten wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wo hingegen der Unterschied krass ist, ist der zur 4080, 4090. Da sind wirklich Welten zwischen diesen zwei GPUs. Die sehen nicht so aus, als ob sie aus derselben Generation kommen. Und dementsprechend ist es für mich mehr als gerechtfertigt, dass die 4070 Ti keine 4080 12 GB wurde, so wie sie eigentlich geplant war. Ja, weil sie zwar gute Leistung zu einem semi-guten Preis mit sich bringt, aber das, was für mich ausschlaggebend war und gerade beim Gaming sich enorm bemerkbar gemacht hat, ist die Leistungsaufnahme. Ja, die Karte verbraucht enorm wenig Strom. Wir reden hier von unter 250 Watt im 4K, 1440p, 1080p.
Leute, ich habe die Karte teilweise 160 Watt aus der Steckdose ziehen sehen. Das ist gerade auf Niveau einer 3060, ja, aber mit Leistung einer 3090 Ti. Na, ob es tatsächlich Gaming-Leistung einer 3090 Ti ist, das schauen wir uns nämlich jetzt an. Hier im 4K 1080p, 1440p 5 Titel, entsprechend daraus dann gleich im Fazit der Durchschnitt ermittelt. Es waren sowohl Assassin's Creed Odyssey, Death Stranding, Control, Horizon Zero Dawn und Metro Exodus. Diese 5 Titel habe ich für euch getestet und wir sehen uns gleich zum Fazit. Also, wohingegen in den synthetischen Benchmarks der Unterschied zwischen 3090 Ti und 4070 Ti noch relativ verwaschen war, man hätte fast sagen können, dieselbe Karte, sieht man hier jedoch die Unterschiede in den Gaming-Szenarien. Wir haben tatsächlich leichte Unterschiede zu verzeichnen. Fangen wir einfach mal an im 1080p-Bereich. Gerade der Direktvergleich zwischen einer RTX 3080 Ti, ja, in den Averages hier bei der 4070 Ti 171 zu bei der 3080 Ti 171 FPS, in den 1% Lows 113 zu 112. Allen voran natürlich hier die 3090 Ti mit 118 und 181 FPS ein kleines bisschen drüber platziert. Nicht ansatzweise was in puncto Leistungsaufnahme und Preis-Leistung hier zu rechtfertigen ist. Nein, die 3090 Ti ist dadurch keine gute Karte. Die 3080 Ti hingegen schon. Ja, in meinen Augen, gerade weil die Karten beide gleich viel Grafikspeicher haben, würde ich sagen, dass die 3080 Ti mindestens genauso gut altern wird wie die 4070 Ti, beziehungsweise jeder, der eine hat, kann sich glücklich schätzen. Das Einzige, wo man sagen könnte, okay, DLSS 3 und die RT, Raytracing Cores, sind natürlich hier bei der 4070 Ti eben Next Gen. Ja, das Ding ist aber, ich hoffe, dass Nvidia ein bisschen lockerer mit der Zeit mit DLSS 3 umgehen wird und entsprechend viele Feature auch für die 3000er Generation Stück für Stück nachreichen wird. So, das ist natürlich keine Garantie, sollte man nicht dementsprechend kaufen, aber zumindest meine Hoffnung. Schauen wir uns das Ganze im 1440p Bereich an. Hier hat die 4070 Ti in den Averages 136, die 3080 Ti 139 FPS. Hier in den 1% Lows 99 zu 101. Also es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen zwei Karten und die 3090 Ti hier im Gaming. Wieder 105 und 149 FPS hier drüber angesetzt. Es ist einfach das Flaggschiff der vorherigen Generation, das sich hier mit einer 4070 Ti nicht so leicht abspeisen lässt. Und dann für mich am wichtigsten gewesen, ganz klar,
Ja, und da kann niemand mehr von einem CPU-Bottleneck reden. Hier im 4K die Averages mit 84 FPS, die 3080 Ti mit 87 FPS, die 3090 Ti mit 94 FPS, die 1% Lows hier mit der 4070 Ti bei 64, 3080 Ti bei 67 und die 3090 Ti bei 71 FPS. Das heißt, wir sehen, ja, es gibt einen Grund, wieso hier die 3080 Ti von vielen YouTubern und Hardware-Reviewern, die vielleicht eine Guideline von Nvidia gegeben bekommen haben, ja, warum sie nicht die 3080 Ti berücksichtigen, sondern nur die 3090 Ti ranführen. Weil es lässt sich dann ja sagen, hey, die Diskrepanz zwischen diesen zwei Karten ist so gering, ja, aber das war ja auch schon vor mehreren Monaten meine Argumentation zu der 3080 Ti. Und wenn man jetzt die Karten beide nebeneinander sieht, dann fühlt sich eine 4070 Ti eben nicht so an wie eine 4070 Ti, sondern ja, eine Karte, die es schon vor mehreren Monaten gab, die jetzt, okay, das muss man ihr lassen, effizienter ist, ein kleines bisschen im Preis runtergegangen ist, aber innovativ, keine Spur. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hey, kann ich sie empfehlen? Und das ist das erste Mal, dass ich bei der RTX 4000er Generation von Empfehlen sprechen kann, weil sowohl die 4080 als auch die 4090 haben keine Empfehlung von mir bekommen, sondern das direkte Gegenteil. Ich habe euch explizit gesagt, dass ihr diese Karten zu den Preisen nicht kaufen sollt. Und ich hoffe, dass das möglichst wenige von euch getan haben. Zumindest die 4080 liegt noch immer in den meisten Fällen auf Lager. Die 4090 inzwischen auch immer besser verfügbar. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Preise fallen. Und auch die 4070 Ti wird in den teureren Modellen hoffentlich weiterhin nicht gekauft. Ja, 899 Euro, diese 900er Marke, ist und sollte definitiv die Schmerzgrenze für Gamer bleiben. Wartet noch. Ja, wenn ihr warten könnt, dann wartet. Fühlt euch nicht genötigt, eine neue Karte zu kaufen, nur weil sie neu ist. Ja, ganz ehrlich, mit der Preispolitik solltet ihr nicht mitgehen, so wie sie derzeit von Nvidia gefahren wird. Spätestens wenn die RTX 3000er gänzlich abverkauft sind, ja, werden dann die Preise der 4000er anfangen zu purzeln. Das war vorher auch schon der Fall. Entsprechend, wenn ihr eine 3080 Ti, 3090 Ti vor kurzem erst gekauft habt, ja, und euch jetzt vielleicht ins Fäustchen beißt, hey, wird die Karte von der 4070 Ti übertrumpft? Nein, wird sie nicht. Es ist kein Upgrade von der einen zur anderen Karte aufzurüsten, nur um jetzt hier sozusagen die Energie einzusparen. Ja, okay, sie ist effizienter. Für alle Leute, die sich ein neues System aufbauen, ja, würde ich ganz klar sagen, holt euch keine 3080 Ti, holt euch keine 3090 Ti. Die Karten verbrauchen zu viel Strom, sind nicht günstiger, sondern die Karte, ja, mit 900 Euro wirklich Top-Preis-Leistung für das, was ihr an Leistung geboten bekommt. Aber wie bereits gesagt, nur für die Leute, die sie sich kaufen müssen, weil sie komplett von neuen bauen, also nicht irgendwie alte Hardware haben, auf die sie vielleicht ein paar Wochen oder Monate zurückgreifen können. Es wird immer Hardware geben, ja, die Preise werden nur fallen. Und im besten Fall gibt es dann neue, bessere Hardware zu einem Zeitpunkt, wo sich das Ganze eben mehr lohnen könnte. Ich denke, als Fazit für mich ganz gut, ja, die 3080 Ti kann erstmal in dem Setup drinnen bleiben. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben und die 4070 Ti kann eine bedenkenlose Kaufempfehlung bekommen, gerade weil sie eben so effizient ist. Das muss man ihr lassen. Übrigens ganz nett anzumerken, die Karte ist zwar groß, aber mit etwa 30 cm, knapp 5 cm kleiner als der Ableger der 4080, 4090. Also wir haben hier von Asus die Tough Gaming Variante. Ja, ist eine richtig schöne Karte mit Metallbackplates, kompletten Frame, alles aus Metall gefertigt und 3,2 Slot Design. So sieht das Ganze aus. Ist sehr schön leise in meinen Tests gewesen. Coilwine hatte ich hier auch tatsächlich keins, also kein Spulenfiepen. Schön kühl gewesen, also ich habe hier maximal die 60 Grad Celsius gesehen. Wie bereits gesagt, die Karte ist deutlich kompakter als die 4080, 4090 Ableger und entsprechend trotzdem, ja, mit dem kleineren Kühler hier enorm kühl und leise gewesen. So, damit war's das. Ich danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin, Ohren steif halten und Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.